Und willkommen zurück zu unserem Mann in Spaß mit Matze. Hey, eine Runde mit dem Mastwolf und Squibbele. Den habe ich nicht oft benutzt. Obwohl der echt ganz cool ist. Oh, der hält nicht viel aus. Er hat eine gute Feuerkraft. Wenn man es schafft, den nur komplett angegriffen zu werden, kann man gut Schaden äußern, auf jeden Fall. Okay. Ich habe ihn rot angemalt, das ist wie diesen Kübel im Octu von Pugutu. Und ich mag die Farbe irgendwie, das hat schon was. Schau, dass man die Hände nicht bei ihm bemalen kann, die sind halt noch schwarz. Die müssten auch noch gelb sein. Dann würde es viel besser haben, aber es passt schon so. Ich weiß, wir malen lieber relativ oft sie, glaube ich. Ja, okay. Dann kann es ja losgehen. So. Den werde ich hinterher fliegen. Das Gute ist an dem Support, der ist relativ schnell für einen Support. Die greifen wir am besten an. Ich würde gerne, dass die Pfanne so schicken, aber. Es ist eigentlich das ganz einfach, da kreisen die halt so groß. Das Gute ist, er kann beide Pfanne auf einmal benutzen. Ist nicht immer gegeben. Na, ah, den Mate getroffen. Okay, den anvisieren. Einfach reinschießen und tot ist er. Der ignoriert mich, zum Glück. Jungs und Mate. Okay. Ich treffe die Mate. Ich wollte noch schnell umhauen, aber. Ich konnte sie losschicken, oder? Doch, die ging noch los. Sehr schön. Okay, dann Treffer. Der hat noch einen Treffer, aber resistet, okay. Wobble im Boost. Ja. Nicht so gut. Der Mate wollte von hinten kommen wahrscheinlich. Okay, wir liegen da. Einfach mal rein. 3-5. Das war gut Schaden. Ich glaube, er hat nicht damit gerechnet, dass er sich zuschlagen unbedingt. Mit seinem Modus hat er es weggeblockt. Nicht schlecht. Also wir den aktivieren. Aber wir hatten ihn trotzdem geholt. Okay. Den analysieren. Irgendwie. Wenn der Kreis größer wäre. Die Funnels machen halt gut Schaden. Ach, in der Luft. Konnte ich doch los. Und ich treffe einfach nicht. Ja. Okay, Hauptgeschützer. Schild getroffen. Alles überhitzt. Oh, wo kommt der denn her? Gar nicht gut. Na, oh, ich hab gehofft, beide zu treffen. Leider nur eingetroffen. Das Gute ist, die Fans kann man aus der Deckung ein bisschen anvisieren. Okay, hat noch getroffen irgendwie. Ja. Ja, das war's. Leider vorbeigeschossen. Okay. Der Weasel Type C. Defensor B-Unit. Ich finde es irgendwie komisch, der heißt Typ C, ist aber dann die B-Unit. Konnte man die beides machen? Einfach Typ C und B-Unit oder Typ B und B-Unit? Aber naja, gut. Okay, wir können ja schon jetzt machen. Wir haben gar keine Flagge, das ist gar nicht so cool. Gar nicht so cool. Ja, der eine ist fast tot. Dann seht ihr, da lädt er die Kanone auf. Von wo kommt das jetzt so genau? Das hat kaum Schaden gemacht. Einfach durchschießen. Ja. Irgendwie in Deckung kommen. Irgendwie zurückschießen. Der hält's ein Picknick hier aus. Achso, Tristan! Das ist immer schon so geschaden. Naja. War nicht so gut. Wir liegen echt weit hin. Psychodoga. Hier ist der Double D da. Er schießt einfach alles raus. Die sind nur auf mich losgegangen, wenn ich so mein Team sehe. Ich habe schon auch gut abgelenkt. Ich lebte nur nicht allzu lange.
Okay. Da ist der Spawn. Ich fang gerne mit den Funneln. Ach, die sind unten drin. Support-Feuer ist halt ein bisschen zur Seite fliegen. Nicht, dass wir uns abkriegen. Ja, ich könnte ihn anvisieren. Okay. Die konnten gut treffen. Er ist weg, alles klar. Ich denke, wenn man mit dem Funnel gut trifft, weil mit diesen, die einen verfolgen selber, ist das gut Schaden. Und die schießen durch. Ich will auch mal hauen. Okay. Das Ding noch Support. Stack. Noch ein Stack. Ich hoffe, da kann man es draus machen. So, aber könnten wir auch versuchen, da rauszuspringen. Fuck. Hat das sehr gut geklappt. Ja gut, nehmen wir den langen Weg. Mein Team ist aber fast komplett tot. Okay, da Tristan. Nein, da hat ihn getroffen. Okay. Manchmal ist es ganz gut, diese Funnels ein bisschen automatisch zielen. Das ist öfters aber wieder hinfällig. Aber ich bin interessant, hat zumindest geholfen. Irgendwie hat ihn in den Rücken geschossen. Ah, da ist mein Lebarmer. Ach, der sticht schon zu. Ich hab gehofft noch zu treffen, den Downschlag. Aber leider nicht. Ja, sind da hinten. Und noch können wir gewinnen. Die haben den. Die haben den Stealth-Suit. Den Wait. Zum Glück kommen dann nicht immer nur zu mir. Könnten wir erst den Charge-Angriff in den Rücken drücken und weißt, was tut. Oder weißt, vielleicht sogar tot, ich weiß es gar nicht genau. Das war ein dicker Schuss. Okay, ein Spawn. Ich weiß nicht, ob ich das noch gedreht kriege. 2000 Punkte, weil es gesagt Puffschor ist machbar. Und wir haben alles voll im Leben jetzt hier. Und ich spiele nie an diese. Ja, schade. Mehr ein Schild getroffen als alles andere. Vorbei. Ich treffe noch den Mate. Okay, ich hoffe, die anderen kommen noch mit hoch. Dass dieser Kreis so klein ist. Ich schieße auch echt kacke. Okay, wir sind irgendwie losgeworden. Ja. Jetzt haben wir ein Problem. Da irgendwie wegzukommen. Jetzt fällt sogar immer schon in Luft vor. Ja, das gehen wir glaube ich nicht mehr. Oder? Müssen wir reinschießen. Okay. Oder vielleicht hat doch, ich bin gerade unsicher. Ja. Nicht getroffen. Ich weiß nicht, ob der ein oder zwei Rollen hat. Los, Mate, waren fertig. Jetzt darf der keine mehr haben. So langsam hinfliegen. Oh, 100 Punkte noch. Das können wir schaffen. Nicht gut. Je nachdem, wie viele Assists wir da kriegen. Oh nein, 100 Punkte. Kriegen wir den noch? Kriegen wir den noch? Ja, wir kriegen den noch. Oh, da bin ich. Oh, Glück gehabt. Nur ein paar Sekunden mehr und wir hätten verloren. Aber zum Glück. Das noch irgendwie gewonnen. Okay. Ja, ne, aber meine Runde wird schon mal behaupten. Das sieht sehr gut aus. Ich war der Topscore. Ich habe sogar höher als der Gegner. Mal den Support aufhäusen. Und zum Bollenjagd hat er oben top gekämpft. Okay, erste Lobby. So muss das sein. Da hängt ja ganz schön. Noch irgendwas geschafft? Oh, noch eine Kiste. Ja, Mann. Kisten sind immer toll. Gut, dann sage ich schon mal bis zum nächsten Mal.